sagt mir bitte die Wahrheit. Ach, die Wahrheit, die Wahrheit. Sie heirateten Freund der Familie, das ist die Wahrheit. Also wie du diesem Peter hinterher rennst, wo du ihn erst seit ein paar Tagen kennst. Dabei lässt du den armen Gero völlig links liegen. Der reagiert doch überhaupt nicht auf mich. Du musst einfach noch ein bisschen Geduld haben. Gegen eine Julia von Anstetten habe ich einfach keine Chance. Die wird doch immer zwischen uns stehen. Du denkst immer an Peter, was? Hm. Vergiss doch endlich diese Frau. Sie heiratet einen anderen. Und außerdem geht mir der Name langsam auf den Keks. Ja, tut mir leid, du hast recht. Weißt du, ich finde das echt total einfallslos. Ich meine, warum erfinden die nicht mal eine andere Pizza? Mit Gorgonzola oder sowas. Ach ne, die gibt's glaube ich schon. Naja, oder mit was ganz anderem. Mit Obst oder so. Das schmeckt doch gut. Käse und Obst, das schmeckt doch einfach gut. Müsst du nur mal einer auf den Markt bringen. Mann, was ist denn mit dir los? Keine Kondition? Nein. Ich glaube, ich habe einfach nur einen im Kern. Willst du dich ein bisschen hinlegen? Ja, das ist eine prima Idee. Da kann ich mit dem ganzen Kram so allein. Ach, das mache ich morgen weg. Prima. Vielen Dank fürs Essen. Gute Nacht. Willst du zu dir gehen? Ja, klar. Du kannst dich auch hier noch ein bisschen hinlegen und wir können auch eine Runde glotzen. Ach, nee, lass mal. Ich glaube, ich gehe lieber in mein Bett. Gute Nacht. Tschüss. Hallo. Guten Abend. Ich würde gerne mit Peter sprechen. Der ist nicht da. Aber er wohnt doch bei Ihnen? Wer ist denn da? Von Anstetten, Julia von Anstetten. Ich bin der Bekannte von Peter und ich würde gerne... Ich sagte doch, der ist nicht da und er kommt auch nicht wieder. Ja, wissen Sie denn, wann er... Nein, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass er überhaupt nichts mehr von Ihnen wissen will. Überhaupt gar nichts mehr, also... Capito? Guten Abend, Wegener mein Name von Köln TV. Sie sind sicher Florian Brandner. Ja. Sind Ihre Eltern da? Nein. Schade. Sie sind wegen Jan hier, stimmt's? Ja. Vergessen Sie es, meine Eltern geben keine Interviews. Ich weiß. Und offen gestanden, ich halte das nicht für sehr klug von Ihnen. Aber glauben Sie mir, ich sage das nicht nur, damit ich an eine fetzige Story komme oder so. Sondern? Es sind so viele schlechte Nachrichten über Jan im Umlauf. Alle möglichen Leute äußern sich über ihn. Die meisten kennen ihn aber kaum. Und jeder hält ihn für den Mörder. Und die, die ihn am besten kennen, die sagen überhaupt nichts. Glauben Sie, dass es getan hat? Nein. Warum nicht? Glauben Sie es? Ich zähle nicht. Ich bin sein Bruder. Gerade deshalb zählen Sie. Und Ihre Eltern auch. Als ob uns jemand glauben würde. Jan würde Ihnen glauben. Er würde das Interview sehen oder er würde davon hören. Und wenn er wüsste, dass wenigstens seine Familie an ihn glaubt, dann würde er vielleicht auch wieder zur Vernunft kommen. Denken Sie mal darüber nach und sprechen Sie mit Ihren Eltern. Das ist mein Funktelefon. Damit erreichen Sie mich immer. Schönen Abend noch. Sag mal, weißt du eigentlich, wie spät es ist? Mhm. Es dauert nur einen Moment. Meine Mutter geht's nicht mehr. Ah ja? Ich habe ein paar Neuigkeiten für Sie. Wenn sie die hört, dann geht's ihr gleich wieder besser. Ehrlich? Ehrlich. Was willst du denn? Guten Abend. Ich muss mit Ihnen reden. Ich wüsste nicht, was wir noch zu bereden hätten. Da bin ich anderer Meinung. Ich habe ein paar Informationen für Sie, die Sie vielleicht interessieren könnten. Also gut. Anna, kannst du uns einen Moment alleine lassen? Ja, klar. Nun, was gibt's? Tja, ich habe da ein paar Briefe gefunden. Vielleicht interessieren Sie sich dafür. Wo hast du das her? Spielt keine Rolle. Es sind Fotokopien.
Ach ja. Ja, die Originale, die habe ich zu Hause. Wir wollen ja nicht, dass sie in falsche Hände geraten, oder? Wenn du glaubst, du kannst mich damit schockieren, muss ich dich leider enttäuschen. Natürlich hatten sie ein Verhältnis, jahrelang. Glaubst du, ich wusste davon nicht? Also über ein Verhältnis geht das ja wohl ein bisschen hinaus. Ich würde das als eine Art Abhängigkeit bezeichnen. Mein Gott! Glaubst du wirklich, er hat es ernst gemeint? Du hast noch eine Menge zu lernen. Ich will meinen Job wieder haben. Mach, dass du rauskommst. Wir haben uns nichts mehr zu sagen. Oh nein, da bin ich ganz anderer Meinung. Wissen Sie, als ich in Annas Alter war, da habe ich solche Sachen mit Vorliebe gelesen. Tag jetzt lang. Ich hätte nicht gedacht, dass du so dumm bist. Anna weiß Bescheid. Du wirst dir nichts Neues erzählen. Ah ja. Ja, ich rede ja auch gar nicht von Anna. Ich rede von Freunden, Schulkameraden. Wissen Sie, was da losgeht, wenn die Briefe auf dem Schulhof rumflattern? Von den Bullen mal ganz zu schweigen. Okay. Vielleicht überlegen Sie sich nochmal mit unserer Zusammenarbeit. Ich komme morgen wieder. Gute Nacht. Wieso können Sie sich eigentlich nicht merken, dass ich morgens Erdnussbutter haben möchte? Sofort. Ach, du siehst auch wieder so frisch aus heute Morgen. Wie machst du das bloß? Darf man fragen, wer der Glückliche ist, mit dem du dir die Nacht um die Ohren geschlagen hast? Mit Gero. Die ganze Nacht? Mein Gott, welch plötzlicher Wandel. Er hat mich zum Essen eingeladen, das ist alles. Vielen Dank. Schön. Donnerwetter, ist tatsächlich Erdnussbutter. Und was ist mit dem anderen? Oder ist es mit Peter schon wieder vorbei? Ich finde ihn zwar auch etwas belanglos, aber oh Gott, für eine junge Frau ohne große Ansprüche. Hör doch endlich auf damit. Ja, wusste ich's doch. Was denn? Du weißt überhaupt nichts. Und mit wem ich mich treffe oder nicht, geht dich gar nichts an. Irrtum, meine Liebe. Du bist nämlich nicht allein auf der Welt. Und was dich angeht, geht auch die Familie was an. Außerdem ist Gero mein bester Freund. Vergiss das nicht. Ja, und? Wir reden über alles miteinander. Auch über dich. Und ich möchte ihm nicht erzählen müssen, dass seine Angebetete die Nächte mit irgendwelchen Prolls aus der Stadt durchbringt. Er ist kein Proll. Und außerdem, ach komm, was rede ich denn mit dir noch? Ob Jan auch gerade frühstückt? Ich hoffe doch. Der überhaupt noch Cola hat. Vielleicht pennt er ja in irgendeinem U-Bahn-Schacht oder so. Hör auf, solche Schreckensbilder an die Wand zu malen. Ich meine ja nur. Der denkt doch bestimmt, wir halten ihn auch schon für den Mörder. Aber Unsinn, warum sollte er so etwas denken? Alle möglichen Leute quatschen irgendein dummes Zeug über ihn. Die tun gerade so, als wäre er schon verurteilt. Nur von uns. Von uns kommt gar nichts rüber. Da ist was dran. Wenn wir ein Interview geben würden. Ich meine im Fernsehen oder so. Ja, das fehlte gerade noch. Vielleicht würde Jan uns sehen. Oder davon hören. Und wenn er wüsste, dass es jemanden gibt, der an ihn glaubt. Ja, denkst du, das interessiert die vom Fernsehen? Die wollen neue Opfer, das ist alles. Du hast doch gesehen, wie sie unser Haus belagert haben. Wie die Geier. Na, vielleicht gibt es noch ein paar anständige Geier. Worauf willst du hinaus? Gestern zum Beispiel war so einer hier. Ein Geier? Ach, Journalist? Hier? Vor der Tür. Du hast doch nicht mit ihm geredet. Klar doch. Florian, wir hatten ausgemacht, dass... Das war doch ein ganz cooler Typ. Das sind alles ganz coole Typen. Aber sobald sie dich vor der Kamera haben, zerfetzen sie dich in der Luft. Aber irgendwie müssen wir doch mit Jan in Kontakt kommen. Er wird sich schon wieder melden. Hoffentlich. Ich muss los. Und noch einmal, kein Wort zu irgendwelchen Journalisten. Alles gut. Und dann hat er gesagt, nanu, eben war's doch noch voll. Ja, schon. Waren Ihre Lehrer auch so bescheuert? Wahrscheinlich schon. Aber wir haben uns nicht so amüsiert wie ihr. Morgen. Sag mal, kennst du die Geschichte von Clem, als er sich beim korrigierenden Finger gebrochen hat? Nee. Das hat mir Timo letztens erzählt. Seid doch bitte mal still, ja? Oliver, ich habe mir die Sache überlegt. Du
kannst vorerst das Fitnessstudio weiterführen. Ich danke Ihnen, Frau Konrad. Bis ich eine endgültige Lösung gefunden habe. Glauben Sie mir, ich werde Sie nicht enttäuschen. In 3 Monaten ist der Laden aus den roten Zahlen, das verspreche ich Ihnen. Gut. Dann sprechen wir uns in 3 Monaten wieder. Ja, da bleibt ja nur das eine Problem mehr. Der Computer. Ich brauche den Zugangscode vom Computer. Ich kenne diesen Code nicht. Er muss ihn ja irgendwo aufgeschrieben haben, oder? Glaube ich nicht. Solche Sachen hat er immer im Kopf. Ah ja. Und was ist so Wichtiges drin in diesem Computer? Ja, alles. Eintritte, Austritte, der gesamte Mitgliederbestand, einfach alles. Ich kann ohne den Computer das Studio praktisch nicht führen, ja? Okay. Er muss doch irgendwas hinterlassen haben, ja? Terminkalender, Notizbücher, irgendwas. Ist das vielleicht die Nummer, mit der man auch an die Computergames rankommt? Das kann sein. Die weiß ich wahrscheinlich. Ehrlich jetzt, ne? Ja, das habe ich ganz oft schon gemacht, das ist ganz einfach. Aha. Kannst du mir die aufschreiben? Ja, klar. Papier. Komm, schreib schon auf die Hand. So. Ich danke dir, Anna. Das ist echt super. Siehst du, da kannst du mal sehen, wozu diese Computergames gut sind. Hallo? Entschuldige mal, weißt du, ob Peter Neumann hier wohnt? Nö, kenne ich nicht. Ja, sie hat mir seine Adresse gegeben und ich dachte, sag mal, haben wir zwei nicht gestern Abend telefoniert? Das kann schon sein. Was soll das überhaupt? Hast du was gegen mich? Pass auf, Peter ist nicht da und er kommt auch nicht wieder. So einfach ist das. Das ist doch überhaupt nicht wahr. Ich bin eine Freundin von ihm und wenn ich... Peter. Julia. Die geht gar nicht mehr weg hier. Also ich weiß überhaupt nicht, was die will. Jetzt reicht's aber, ja? Ich kläre das. Was willst du hier? Ich will mit dir reden. Du hast doch jemanden dafür. Hab ich nicht. Ach nein? Der Typ gestern in dem Auto, das war... Ich weiß, dein Verlobter. Wie bitte? Na, du heiratest ihn doch, oder? Ach, wer hat dir denn den Stoß erzählt? Das ist überhaupt nicht wahr. Ich heirate niemanden. Komm, lass erstmal nach oben gehen. Na, wie läuft's? Hey, super, du hast dir den Code geknackt. Ach so. Ja, nein. Wie hast du das geschafft? Lass mal, ja? Du bist ja richtig nervös. Susanne, bitte nur einen Moment, okay? Ja, okay, ich gehe. Danke. Freundlich war der Kerl. Und da hat er gesagt, mach dir keine Hoffnung. Julia heiratet bald. Ein Freund der Familie. Der ist so daneben. Was ist denn jetzt mit diesem Gero? Naja, er hat mir halt einen Antrag gemacht. Und du hast ihn aber nicht angenommen, oder? Nee, nicht direkt. Also doch. Nein. Du heiratest ihn, gibst du. Nein, hör doch zu. Er hat mich gefragt, bevor ich dich kennengelernt habe. Ja, und ich bin aus allen Wolken gefallen. Also auf jeden Fall habe ich nicht ja gesagt. Aber nein, hast du auch nicht gesagt. Wir kennen uns schon von klein auf und er ist mir sehr wichtig. Er ist sehr nett. Ein guter Freund der Familie. Eine gute Partie. Also, meine Eltern wollen auch, dass ich ihn heirate und vor allem meine Mutter übt fürchterlichen Druck aus. Ja, das ist ja toll. Und du? Ich meine, was willst du? Ich weiß nicht. Liebt er dich? Ich denke schon. Er tut zumindest alles, dass ich mich wohlfühle, wenn ich bei ihm bin. Kann ich dir mal eine persönliche Frage stellen? Klar. Wer ist denn die komische Kuh da unten? Ach, so komisch ist die gar nicht. Die wohnt hier im Haus. Naja, ich glaube, die steht auf mich. Mhm. Und deswegen schirmt sie dich ab wie Michael Jackson. Was? Wo warst du denn gestern Abend? So um 10:30? Na, ich war hier. Ich habe gestern Abend angerufen.
Und sie war am Telefon und meinte, du seist nicht zu Hause. Und du wolltest auch überhaupt nichts mehr von mir wissen. Und ich sollte mich nie wieder bei dir melden. Und in einem unverschämten Ton. Davon hat sie mir überhaupt nichts gesagt. Scheint dich ja wirklich sehr zu mögen. Es kommt nicht wieder vor. Ich rede mit ihr. Du? Wir sollten sehr viel ehrlicher zueinander sein. Also die Sache mit Gero, das hätte ich dir erzählen sollen. Aber ich weiß auch überhaupt nichts von deinem Leben. Naja, ich habe eben nicht viel erlebt. Nee, das meine ich nicht. Ich habe immer das Gefühl, dass du mir irgendwas verschweigst. Naja, wahrscheinlich bilde ich mir das nur ein, aber grundsätzlich, gerade weil alles so chaotisch ist zwischen uns, sollten wir lernen, uns mehr zu vertrauen. Ja, das müssen wir wirklich. Ich habe meinen Vater gefragt. Der will nicht. Und was ist mit Ihnen? Wollen Sie nicht Ihrem Bruder helfen? Schon. Aber er hat sozusagen verboten. Er hat verboten, dass Sie Ihrem Bruder helfen? Er meint, ich darf kein Interview geben. Das soll auch gar kein Interview werden, sondern eine Nachricht für Jan. Ich stelle Ihnen keine Fragen. Sie dürfen sagen, was Sie wollen. Und denken Sie nicht an mich und auch nicht an die Leute. Denken Sie nur an Ihren Bruder, damit er weiß, dass es wenigstens einen gibt, der an ihn glaubt. Kein Interview. Kein Interview. Nur Sie. Alleine, vor der Kamera. Aber wir glauben an deine Unschuld. Mama, Papa, Susanne und ich. Und diese miesen Typen, die das Gegenteil behaupten. Die werden sich noch echt wundern. Aber deswegen musst du unbedingt zurückkommen. Du musst zu uns zurückkommen, damit wir deine Unschuld beweisen können. Die Zeitungen, das Fernsehen. Alle werden checken, dass du okay bist. Sie werden erklären müssen, Jan Brandner ist kein Mörder. Alle Welt hat sich geirrt. Hört ihr das? Ihr habt euch alle geirrt. Was ist denn hier los? Herr Brandner, Ihr Sohn hält gerade ein sehr engagiertes Plädoyer für die Unschuld Ihres Sohnes. Ich halte das für sehr wichtig. Raus. Machen Sie, dass Sie rauskommen, Brandner, und zwar sofort. Aber Papa, Sie, wollen Sie wollt ihr doch nur... Raus, sag ich. Komm, lassen Sie das! Hören Sie auf mit den Bildern! Irgendjemand verklagen! Das ist Hausfriedensbruch! Sie haben keine Erlaubnis! Raus! Mein Sohn ist unschuldig! Verlassen Sie meine Wohnung! Raus! Hören Sie auf mit! Raus! Was habe ich dir heute Morgen gesagt? Was habe ich dir gesagt? Warum hast du nicht gesagt, dass sie angerufen hat, verdammt? War das vielleicht wichtig? Ach komm! Du hast doch selbst gesagt, dass du sie nicht mehr sehen kannst. Ich weiß sowieso nicht, was du mir findest. Oh Gott, du Tussi. Na, du warst aber auch nicht gerade sensibel, hä? Ich bin nun wirklich erstmal zu jedem lieb und nett. Wenn die mir so kommt, als... Weiß ich nicht, als ob ich ihr Dienstmädchen wäre, dann... Ich kenne sie aber ganz, ganz anders. Ja, weil sie was von dir will. Ach, ich kenne doch diese Sorte. Zuerst sind sie zuckersüß und von sonst wie verliebt. Aber sobald sie dich haben... Das ist so in diesen Kreisen, die haben ja sonst nichts anderes zu tun. Wenn Sie wieder anrufen, will ich es wissen, klar? Zu Befehl. Ja. Fitnessstudio Konrad, guten Tag. Susanne? Jan, bist du's? Was machst du denn da? Ich helfe dir aus, wo bist du? Ach, kann ich jetzt nicht sagen. Ist Oliver da? Also, tschüss dann. Der kommt erst um 6. Wie geht es dir? Hör zu, wenn Oliver kommt dann. Bist du in der Kneipe? Ja. In Köln? Nein, bitte sag... Warum kommst du nicht zurück? Wir machen uns Sorgen. Ich komme ja auch zurück, aber ich muss erst meine Unschuld beweisen. Und Oliver ist der Einzige, der mir helfen kann. Sage mich, rufst du zwischen 6 und 7 wieder an, okay? Warum dann ausgerechnet Oliver dir helfen? Sag ihm, ich ruf an. Und grüß die Familie von mir. Ich bin okay. Ja? Ich, Was ist denn? Ich kann dich nicht heiraten. Willst du erst mal deinen Mantel ausziehen? Ja, ich kann auch nicht lang bleiben. Willst du was trinken? Tee, Kaffee? Danke. Setz dich doch. Ich wollte dich nicht vom Lernen abhalten. Ist doch nicht so wichtig. Tja. Gibt es...
Gibt es einen anderen? Ich habe sehr lange darüber nachgedacht. Und ich denke, dass es für uns beide noch zu früh ist, uns so eng aneinander zu binden. Wir kennen uns schon so lange und was immer passiert, wir sollten Freunde bleiben. Natürlich. Ich empfinde sehr, sehr viel für dich. Du musst jetzt nicht. Doch, wirklich. Ich finde nur, dass es zu früh ist. Es gibt einen anderen, oder? Wenn ich heute heiraten müsste, dann würde ich sicher dich heiraten. Ach, du musst ja nicht. Du bist mir böse, oder? Nein. Du hast wahrscheinlich recht. Wir brauchen beide noch etwas Zeit. Normalerweise würde ich dich jetzt fragen, ob du zum Essen bleiben möchtest. Normalerweise würde ich auch ja sagen. Aber heute ist ja wohl kein normaler Tag. Ja, dann. Das Mann ist nicht so kalt draußen. Über Geld reden wir ganz konkret, was, ja? Mhm. Gut, also. Ja, also schicken Sie uns dann bitte den Lebenslauf, Lichtbild, Zeugnisse und die Bewerbung. Ja, meine Assistentin wird dann mit Ihnen einen Termin ausmachen. Ja. Ja, ja. Okay, danke. Wiederhören. Bingo. Vielleicht haben wir ab nächsten Monat einen neuen Trainer. Das klang total gut. Ich denke, du bist der Trainer. Ja, nein, ich will mich in Zukunft nicht mehr um sowas kümmern. Was wir brauchen, sind neue Geräte, neue Kurse, überhaupt eine ganz neue Philosophie. Entweder wir werden die Größten oder wir saufen ab. Das klingt nicht schlecht. Mhm. Das hätte alles schon vor Jahren passieren müssen. Hoffentlich ist das noch nicht zu spät. Jan hat angerufen. Und? Er ruft zwischen 6 und 7 wieder an. Er sagt, du musst ihm helfen. Na ja, wo ist er? Das hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, erst muss er seine Unschuld beweisen. Ja, und was hat das jetzt mit mir zu tun? Du bist sein Freund. Ja, klar bin ich sein Freund, sicher. So wehrte sich der Vater des mutmaßlichen Täters vehement gegen die Hilfe unseres Mannes vor Ort, des Journalisten Rolf Wegner. Raus, raus. Machen Sie, dass Sie rauskommen, und zwar sofort. Es darf doch wohl nicht wahr sein. Du hast uns vielleicht was eingebrockt. Hören Sie auf mit dem Bitten. Lediglich der Bruder des Verdächtigen stellte sich unserer Kamera. Er ist anscheinend der Einzige aus der Familie, der bereit ist, seinem Bruder zu helfen. Aber wir glauben an deine Unschuld. Mama, Papa... Mama, hab ich wirklich so geschickt? Jan Brandner ist kein Mörder. Alle Welt hat sich geirrt. Ist er das? Anna, ist das der Junge, mit dem du dich triffst? Ja, es ist er. Ich will, dass das aufhört. Wieso denn? Weil er der Bruder eines Mörders ist. Du hast ihn doch gehört, sein Bruder ist unschuldig. Ach was! Der Junge ist brillant, ja. Er wird sicher einmal ein guter Showmaster oder Politiker. Aber Tatsache ist doch, sein Bruder hat deinen Vater umgebracht. Ja, und das müsste Grund genug für dich sein, um den Kontakt hier abzubrechen. Aber ja. Nichts aber! Ich verbiete dir, dass du weiterhin dich mit ihm triffst. Ist das klar? Nein.